Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Womoklik-Freunde, gestern ging es ja um Genussreisen und heute haben wir es von einer Feinschmeckerküche. Also jeden Tag haben wir es vom Essen. Wenn man vom Essen redet, soll man auch essen. Darum habe ich hier diese Gourmet-Nussmischung. Und dann schalten wir doch rüber zur Halle. Viel Spaß! Es ist Sonntag, 13.50 Uhr. Um 14 Uhr sollte ich bei Concord sein. Die wollen mir irgendwas zeigen. Es ist jetzt leider der letzte Tag der Messe. Es war echt eine Top-Messe für mich. Hat mich riesig gefreut und Spaß gemacht. Aber jetzt schauen wir uns das neue Fahrzeug oder was es denn halt ist bei Concord an. Kommt ihr mit? So, wie abgemacht, um 14 Uhr bin ich jetzt hier beim Concord-Stand. Neben mir steht der Markus Freitag. Er hat mich gestern Abend eingeladen und möchte mir was zeigen, was es in diesem Fahrzeug hinter mir drin hat. Ich habe keine Ahnung was, er will mich irgendwie überraschen. Vielleicht sagt er es jetzt, lassen wir ihn doch sprechen. Ja, hallo Herr Löhrer, das war wohl das andere 14 Uhr, was Ihre Uhr angezeigt hat. Aber wir haben eine echte Neuheit hier mit nach Stuttgart gebracht, ein spezielles Fahrzeug, das wirklich für den jeden leidenschaftlichen Koch genau das Richtige wohl sein wird. Für einen Koch? Ja, wir haben besonders viel Wert auf den Küchenbereich gelegt, um wirklich hier auch entspannt mal ein 3-, 4- oder 5-Gänge-Menü vorzubereiten. Dann sollten wir uns das ansehen, oder? Ja, das sollten wir auf jeden Fall. Ah, hier ist jetzt diese Feinschmeckerküche. Die Küchenabdeckung soll ja 40 cm länger sein als bei den Standardküchen und das sogar mit Doppelspülbecken. Darüber hinaus haben wir hier eine Geschirrspülmaschine installiert, jede Menge Stauraum, in dem alle Utensilien untergebracht werden können, die das Feinschmeckerherz wirklich begehren und die ich also auch zum Kochen verwenden kann. Ganz besonders wird sicherlich auch jeder Gourmetkoch sich über die großen Brennertöpfe des Dreiflammkochers erfreuen. Gegenüber des Küchenblocks letztendlich befindet sich dann der sehr großvolumige Kühlschrank mit separatem Frosterfach und darüber befindet sich natürlich auch nochmal ein Gasbackofen. So, jetzt haben wir die Küche besprochen. Gestern Abend haben Sie von zwei Neuigkeiten geredet. Wo ist die andere? Ja, das ist eine Kleinigkeit im Sitzgruppenbereich. Da haben wir ein zusätzliches Kissen zum Sitz- und Rückenkissen installiert, ein Keilkissen, das im Grunde genau im Lendenwirbelsäulenbereich eine sehr angenehme Unterstützung beim Sitzen gibt. Und das könnt ihr mir kurz vordemonstrieren, was für eine Idee dahinter ist. Selbstverständlich. Gut, also müssen wir die Kamera wenden. Korrekt. So, jetzt setze ich mich zum Markus Freitag hin und dann schauen wir da dieses Spezielle näher an. Ja, Herr Löhrer. Hier merke ich da schon. Genau, das ist dieser kleine Keil, den wir zusätzlich installiert haben. Er ist an das Rückenkissen angeklettet, sodass man ihn selbstverständlich auch wieder abnehmen kann. Das Schöne daran ist, man sitzt hier nicht immer ganz so aufrecht. Gerade abends, wenn man es sehr gemütlich haben will, rutscht man so ein bisschen nach vorne. Und dieser kleine Keil gleicht einfach dann den Hohlraum aus, der zwischen Rückenkissen und Ihrer Wirbelsäule entsteht. Das ist echt angenehm. Ich spüre das. Ich nehme es jetzt mal weg. Ich muss ja alles immer ausprobieren. Stimmt, wenn du da wegrutschst, dann fehlt das bereits. Tolle Sache. Ja. Eine ganz kleine. Im Grunde nur eine Kleinigkeit, die es aber deutlich gemütlicher macht. Gut. Und dann wäre natürlich am schönsten, man könnte sich bedienen. Ja, der Wein ist aber noch zu. Die zwei Neuigkeiten bei Concord, interessante Beispiele. Hat mich gefreut, dass ihr mir die gezeigt habt. Vielleicht gibt es mal wieder bei anderer Gelegenheit eine neue Innovation. Jetzt habe ich gerade noch gesehen, ganz gut, das Fahrzeug hat gar kein Steuerrad, weil man es halt wegnimmt, wenn man wohnt und somit den Stuhl viel weiter zurückschieben kann. Bringt also auch schon wieder mehr Wohnfläche, auch eine ganz gute Idee.
Vielen Dank, dass Sie uns die Chance gegeben haben, bei WOMOKLICK für Sie aktiv zu sein. So, auf Preisliste jetzt überall. Holt euch die. So, das war der Beitrag über die Feinschmeckerküche von Gogart. Echt toll. Jetzt noch kurz das Wetter. Sie sehen es hinter mir, es ist dunkel. Für die nächsten Tage ebenfalls nachts wird es dunkel sein. Morgen kommt der nächste Beitrag. Wir sind gespannt, was dann gesendet wird. In dem Fall, tschüss, wir sehen uns.